Leute, ich habe euch angelogen. Der RG40 XXH ist gar nicht die neueste Gaming-Konsole von Unburning. Nein, es ist der RG40 XXV. What's the difference? Na klar, die Bauform. Der V ist jetzt vertikal und ob man damit besser zocken kann, das erfahrt ihr jetzt. Der RG40 XXH, also horizontal, ist eine tolle Retro-Handheld-Konsole mit einem recht günstigen Preis. Jetzt hat Unburning den RG40 XXV, sprich vertikal, herausgebracht und das kommt natürlich so manch einem Gameboy-Zocker entgegen. Und ihr seht ja auch schon, dass ich damit gut zurechtkomme. Okay, der beste Videogamer bin ich immer noch nicht, aber dafür kann das Gerät nun mal wirklich nichts. Natürlich fühlt sich das ganz anders an, aber meines Erachtens nicht schlechter. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß mit dem Teil und dieses tolle Retro-Game hier erst recht. Es ist Alien 3 auf dem Mega Drive und ich muss sagen, dass mir die ganzen Alien-Spiele immer Spaß gemacht haben. Aber weiter im Text. Die ganzen Spiele aus der Zeit von damals kann der RG40 XXV selbstverständlich emulieren und es sind ja schon jede Menge an Games mit dabei. Je nach Speicherkartengröße, die ihr bestellt habt, natürlich mehr oder weniger. Wie auch beim RG40 XXH ist allerdings bei der PlayStation 1 die Grenze und bei der PSP hängt es dann schon eher von dem jeweils genutzten Spiel ab. Doch wenn wir schon bei der Leistung sind, dann können wir uns gleich mal die Speck anschauen und die beiden Geräte miteinander vergleichen. Beide haben schon mal ein 4 Zoll großes IPS-Display mit 640x480 Pixel. Das stellt das Bild sehr gut dar und die Auflösung reicht für Retro-Games allemal. Im Innern werkelt außerdem der gleiche Prozessor und auch die Speicher sind gleich groß, sprich sowohl RAM als auch Flash und ebenso der Grafikchip ist identisch. Was noch? Die Thumbsticks können in allen möglichen Farben beleuchtet werden, ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. Beide besitzen einen HDMI-Ausgang, können das Moonlight-Streaming nutzen und haben 5G WLAN. Sogar die Akkugröße mit 3200 mAh ist gleich geblieben. Im Innern gibt es also keine Unterschiede. Doch wie sieht es jetzt außen aus? Da haben sie logischerweise die Anordnung der Buttons und Sticks ein wenig angepasst. Richtig krass ist allerdings, dass jetzt einfach der zweite Thumbstick fehlt. Auf der rechten Seite ist da einfach nichts, beziehungsweise nur ein Gitter, hinter dem sich der Lautsprecher befindet. Schade drum, damit sind modernere 3D-Ego-Shooter praktisch nicht mehr zu spielen. Okay, die gab es so richtig erst mit der PS2 oder Xbox und die Konsolen kann der Unburning schon leistungsmäßig nicht mehr emulieren. Heute mache ich das mal nicht wirklich der Reihe nach, aber den Lieferumfang zeige ich euch doch noch kurz. Das USB-Kabel kommt in einer extra Verpackung daher und die Bedienungsanleitung ist recht knapp und unter dem Plastik-Inlay. Bleibt noch das Gerät selbst und damit ist schon alles erwähnt, was in der Schachtel steckt. Schaut man sich die beiden RG40 XX gemeinsam an, dann fällt natürlich sofort der fehlende Thumbstick auf. Das ist eigentlich seltsam, schließlich hat zum Beispiel der RG405V schon zwei Sticks. Gut, so richtig braucht man die, wie gesagt, eben nicht. Die gleich großen Displays sind im Prinzip ebenso zu erkennen. Die Buttons und das Steuerkreuz haben logischerweise eine etwas andere Position, aber es sind alle vorhanden. Gleiches gilt für die Schulter- und Trigger-Buttons. Die mussten sich selbstverständlich der Bauform anpassen. Die Lautstärke-Tasten befinden sich an der Seite und nicht mehr oben, was ebenso für Power und Reset gilt. Nur eben sind sie auf die andere Seite gewandert. Also alles ziemlich identisch. Das gilt auch für den Kopfhörerausgang unten. Der V hat allerdings dort gleich noch die Ladebuchse und nicht wie der H oben. Zunächst dachte ich, dass der Vertikale nur einen Steckplatz für die SD-Karte besitzt. Doch dem ist nicht so. Nein, der zweite Steckplatz befindet sich nur genau gegenüber, sprich auf der rechten Seite des Gerätes. Wenn man das Teil einschaltet, ist keine Überraschung zu erwarten. Es kommt das übliche Unburning-Menü mit Games Room, RetroArch-Menü, den Apps, den Favoriten, den zuletzt gezockten Spielen, einer Suche und den Einstellungen. Die ganzen Systeme und Konsolen sind einfach zu erreichen und wie immer befinden sich darunter wieder die unzähligen Retro-Games. Da das aber alles ziemlich identisch zu den ganzen anderen Unburnings ist, die ich schon vorgestellt habe, gehe ich da nicht groß drauf ein. Gleiches gilt für die Einstellungen und den Button-Test, der immer mit dabei ist und den ich ziemlich gut finde. Durch den LED-Ring um den Thumbstick gibt es bei dem RG40 XXV halt noch die Farbsettings und wie das Licht zu erscheinen hat. Und dann geht's auch schon ans Zocken! Ich hau gleich mal God of War für die PlayStation Portable rein. Das reizt die Konsole und damit den Emulator sowie den RG40 ziemlich aus. Ich bin eigentlich überrascht, wie gut das Spiel doch läuft. Vielleicht sind da ein paar wenige Mikroruckler, das könnte aber auch an der für mich eher ungewöhnlichen Anordnung der Buttons durch den vertikalen Aufbau liegen. Werfen wir noch einen Blick direkt auf die SD-Karte. Die bietet einige Verzeichnisse, von denen nur wenige interessant sind. Im Ordner BIOS sind die ganzen BIOS-Dateien abgelegt, falls also was fehlen sollte, kann es hier hineinkopiert werden. Ganz wichtig ist der ROM-Ordner, in den ihr eure eigenen Spiele kopieren könnt. Dafür gibt es nochmal einen Haufen Unterverzeichnisse, die jeweils für eine Konsole stehen. Was dabei zu beachten ist, erzähle ich euch in einem der nächsten Videos. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr das noch nicht. Bleiben noch die Ordner E-Book,
Music und Video, in die ihr derartige Dateien ablegen könnt und dann mit dem RG40XX entsprechend abspielen. Und ganz wichtig, was ich jetzt noch mache, solltet ihr ebenso immer durchführen, wenn ihr eine derartige Konsole kauft, ein Backup der SD-Karte. Darüber habe ich ein eigenes Video gemacht, Link dazu kommt am Ende dieses Filmchens. Ihr seht aber gerade im Schnelldurchgang, wie so etwas gemacht wird. Ich nutze dazu die Software Win32 Disk Imager, ihr könnt aber auch gerne eine andere verwenden. Die SD-Karten sind leider oft nicht so gut, weil natürlich bei so billigen Geräten an jedem Cent gespart wird. Wobei Unbanic inzwischen darauf wohl schon reagiert hat und einen Markenhersteller verwendet. Okay, Kioxia ist jetzt nicht die Top-Brand, aber zumindest steht schon mal ein Name drauf. Ich hatte bei den ersten Unbanics noch Karten bekommen, auf denen nur die Größe gestanden hat. Danach kommt die Karte wieder zurück in das Gerät und ich zocke das nächste Game. Nun, ich denke, der RG40XXV ist für die ideal, die eben gerne eine vertikale Anordnung haben. Doch auch für Vielflieger, Pendler oder Leute, die öfter in Wartezimmern sitzen und dergleichen, ist das Teil eine Überlegung wert. Warum? Weil durch die Anordnung der Buttons meine Ellbogen viel näher beieinander sind und ich nicht links und rechts über meinen Stuhl hinaus einen weiteren Platz für mich beanspruche. Ansonsten erledigt er seine Aufgabe problemlos, die besagten Buttons und Tasten haben super Druckpunkte und machen, was sie sollen. Gleiches gilt für die Trigger und den Thumbstick, aber das war bei der horizontalen Variante ja ebenso schon super. Entsprechend ist es einfach Geschmackssache, ob man lieber quer oder längs zockt und ob man einen zweiten Thumbstick benötigt oder nicht. Zum Abschluss probiere ich jetzt nochmal die PlayStation 1 aus und zocke Colin McRae Rally. Und ich muss mich natürlich gleich noch berichtigen. Auch die PS1 hatte schon Thumbsticks und einige Ego-Shooter zu bieten. Allerdings kamen diese Controller mit zwei analogen Sticks erst 2 Jahre nach der Erstveröffentlichung dazu. Von daher gibt es praktisch keine Titel, die wirklich 2 analoge Sticks voraussetzen. Aber den einen Thumbstick des RG40XXV nutze ich dementsprechend beim Fahren hier. Sprich, ich kann stärker oder schwächer nach links bzw. rechts lenken und so die Kurven besser nehmen. Das passt soweit und die Performance ist für den Kleinen hier kein Problem. Ich kann zumindest nichts feststellen. Wie immer muss ich allerdings die Homecomputer-Fans ein wenig enttäuschen. Es ist kein Amiga und kein C64 mit dabei und leider kann man die auf dem Betriebssystem auch nicht nachinstallieren. Doch ehrlich gesagt ist es gar nicht so schwierig, ein alternatives OS auf den Unbanic zu installieren, aber das würde den Rahmen dieses Videos hier sprengen. Ich spiele jetzt noch schnell Crash Bandicoot auf dem Game Boy Advance. Selbstverständlich läuft das ohne Probleme, aber in gewisser Weise ist der Unbanic RG40XXV der Nachfolger des Gameboys. Und die Spiele, die wir damals unterwegs gezockt haben, jetzt genauso wieder mobil zu spielen, erzeugt mal ein echtes Retro-Feeling. Zum Abspann schmeiße ich noch Contra auf dem Super Nintendo Entertainment System rein. Ich berichte weiterhin aus der Geek- und Retro-Welt, also abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Und schaut euch auch dieses Video an, da stelle ich euch den RG40XXH, also die horizontale Variante vor. Und vergesst nicht, das Video hier anzuschauen, da erfahrt ihr, wie ihr ein Backup der SD-Karte macht und das rettet euch im Worst Case euer tolles Gerät.